Willkommen im Hochsicherheitsimpfstofflager in Hessen. Der Ort dieser Lagerhalle mit den Tiefkühlschränken ist streng geheim, aus Angst vor möglichen Überfällen, um an das Serum zu kommen. Selbst die Impfstoffdaten sind so wertvoll, dass Cyberattacken auf die Server drohen, mit dem Ziel, Geld zu erpressen. Auch deshalb will der Gesundheitsminister vorerst nicht über Hausärzte impfen lassen. Es wird ja nicht umsonst an Konzepten gearbeitet, bis hin zum polizeilichen Schutz der Impfzentren. Ja, weil das natürlich schon auch mit Emotionen kommen kann, da wenn jemand sagt, ich will jetzt aber, fällt aber noch nicht unter denjenigen, die dran sind, dann weiß ich nicht, ob Hausärzte wirklich wollen, dass das alles bei ihnen in der Praxis stattfindet. Auch beim Probelauf im Impfzentrum Darmstadt steht die Impfreihenfolge noch nicht fest. Der Bund möchte das per Verordnung regeln. Die Opposition fordert aber ein Gesetz, über das der Bundestag abstimmen muss und Einfluss nehmen kann. Aber wann bekomme ich dann eigentlich meinen Impftermin? Es ist also nicht so, dass man hierher kommen kann und sagen kann, hier, ich möchte geimpft werden, sondern man wird direkt eingeladen. Mit der Einladung können sich auch Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder etwa einer HIV-Infektion impfen lassen. Aber was passiert, wenn ich bei der Impfung unbemerkt schon mit Corona infiziert bin? Einerseits haben wir natürlich noch überhaupt keine Erfahrung, weil es sich um einen völlig neuen Impfstoff und ja auch ein völlig neues Virus handelt. Wir haben aber bei diversen anderen Viruserkrankungen haben wir ja jahrelang Erfahrung sammeln können und haben hier eigentlich keine nachteiligen Effekte bisher gesehen. Und nach der Impfung, muss ich mich dann weiter an Corona-Regeln halten? Leider ja. Weil wir nicht wissen, ob dieser Impfstoff, der ja ganz offensichtlich gut vor Erkrankung schützt, auch genauso gut vor der Infektion schützt. Im Klartext, nach der Impfung kann man zwar nicht mehr krank werden, das Virus weiter verbreiten, aber vielleicht schon. Und daher gelten dann auch weiter die Corona-Regeln.